Nein! Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Game 5. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, hat definitiv was verpasst. Wir sind die ganze Zeit am Rumragen gewesen, das war unglaublich. Ich bin teilweise echt, ich habe einmal die Kopfhörer abgerissen und bin in meinem Zimmer rumgelaufen und einmal geschrien, weil wir die Scheißsprünge nicht geschafft haben. Wir sind aber jetzt schon mal eine Etage höher und es geht genauso weiter. Wir sind immer noch komplette Pros. Und warum liegt hier ein Teppich? Warum da ein Laptop-Teppich liegt? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich mal wieder so großzügig war und mir gedacht habe, komm, spendiere ich den. Damit die Aufnahme ein wenig schöner wirkt hier. Damit auch jetzt schaffe ich diesen ersten Sprung hier nicht mal. Ja, der ist auch echt gemein. Der ist echt richtig böse. Och. Mann, ey. Ich weiß auch, wir kommen so in meiner Folge an, bei dem Sprung, du auf Anhieb, zack, geschafft. Ah, jetzt machst du aber sehr gut. Ey, komm. Ja, ich helfe dir. Oh. Komm, lass es sein, ey, bitte, komm, komm, komm. Ja, komm, lass es sein, lass es sein, lass es sein. Komm, komm, ey, 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 komm. Das ist ja. Komm. Ja? Ey, Mann, ich höre irgendwann, ne, wenn ich irgendwann auf die Straße sehen sollte, du bist tot. Du bist tot, ey. Du schuldest mir da erstmal noch was. Diesen Sprung. Was schuld ich dir denn? Irgendwas doch noch, was ja, war denn stimmt, das? Ja, stimmt, da hab ich, stimmt. Irgendwas wollte ich dir kaufen. Das war. Irgendeine Wette war das. Ja, kauf mir einen Lamborghini am besten. Das ist alles. Nee, das war irgendwas Cooles war das. Och! Das war ich nicht. Oh, ich lauf einfach darüber hinaus. Ey, das ist doch nicht wahr, Leute. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was das Springen angeht, wenn ihr zum Beispiel sagt, so ja, mit dem und dem Effekt aktiviert ihr, mit der und der Taste aktiviert ihr einen, ja, den Kombi-Mode. Mit der und der Taste aktiviert ihr einen Magnetmodus, dass wir dann uns mit den Blöcken irgendwie magnetisieren können, dann wäre das super nett. Ja, das wäre echt 1A. Du musst einfach ganz entspannt um die Ecke gehen. Du musst einfach alles entspannt hier sehen. Komm. Ehrlich? Ja, komm, ich mach das jetzt einfach mal so. Ey, ich hab's geschafft. Ja, sag ich auch. Ja, jetzt war nicht mehr so entspannt. Nicht irgendwie so verkrampft, ganz spät erst losspringen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann. Da falle ich ja schon wieder runter. Und ich frag mal nebenbei auf Twitter nach Themen für die Folge. Stimmt, das könntest du machen. Das wollten wir eh, haben wir in der letzten Folge angekündigt, dass wir über eure Themen quatschen wollten. So, ich mach das jetzt hier mal ganz locker, wie Gomme das meinte. Ja, geil. Läuft. Piu. Das ist doch nicht mehr normal hier. So, eure Themen für Conne, für Game 5. Ja, hier ja, komm, jetzt konzentriere ich mich mal. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Hä, man kann nicht an die Leiter. Doch, das geht nicht. Doch, ich war schon viel weiter. Ich habe einen Block, ich hab aber einen Block über mir dann. Ja, genau, du musst sprinten und ganz spät erst abspringen. Sprinten und dann spät erst los. Guck hier, guck. Oh, verdammt. Guck, zack. 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 Verdammt. Nein, oh, verdammt, ist nicht hier. Oh, ich war auch schon weit. Aber der Turm, ne, guck mal nach oben, wie weit er noch geht. Das ist unglaublich, wie hoch der ist. Das ist unmöglich. Gomme, ja? Ich habe gerade dich abgeschossen, ne? Hast du also, nicht? ich habe neben dich geschossen, aber ich habe Schaden bekommen. So nach dem Motto, du hast nicht getroffen, wir boxen dich. Echt jetzt? Das ist richtig komisch gewesen gerade. Hä, wie macht man das mit der Leiter? Ich bin da schon wieder. Ich laufe da mal einfach runter, weil ich gegen den Block springe. Guck mich mal an. Ja. Sprint und ganz spät erst. Ja, sprint. Genau so geht das, meine lieben Freunde. Ja, genau so. Ich hab's aber ja schon geschafft. Ja, ich hab's auch geschafft. Sehr schön. Ich schieß dich mal nicht ab. Ich möchte auch mal, dass wir ein wenig weiterkommen. Ich schieß mich schon selber ab, ey. Ah, guck mal, ich bin gar nicht tot. Wo bin ich denn? Komm, ich spring nochmal hier rein eben. Zack. Nein! Oh, ey, geht der Turm denn? Das kann doch nicht sein, dass das so hoch geht noch. Ja, kann ja sein, dass wir gleich geportet werden. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Ja. Das, ohne Spaß, die ganzen Epic Jump Maps, ne, da dachte ich schon, wir wären scheiße. Und so richtige Müllgeburten einfach, aber jetzt. Ja, da gingen die Sprünge ja noch. Ach man. Aber wir sind ja auch in hart, das muss man sagen. Wir sind ja, das ist auch alles hart. Deswegen, das Leben hier ist halt kein Zuckerschlecken. Das Leben ist kein Ponyhof, meine Damen und Herren. Deswegen, genau, genau. Wir müssen uns hier ganz normal, und ich schaff das gerade.
Schieß mich nicht ab. Ich höre schon wieder so eine Ruhe hier. So, also hier der Lukas. Guck mal, läuft bei euch? Fragezeichen. Jetzt gerade läuft bei mir schon. Ich bin schon hinter dieser. Ich bin so weit, war ich noch nie. Warte aber. Also. Nein! Ich sterb nicht mal. Komm jetzt. Tot. Ja, tot. Och Mann. Ey, das kann doch nicht sein. Weißt du, auch wenn du dann dieses Erfolgserlebnis hast, Alter. Juhu, ich hab's ein Stück weiter geschafft, dann ist wieder alles für den Arsch. Mann. So, komm, weiter. Der Lukas hat nur geschrieben, ob bei uns läuft. Genau. Ja, Leute, ne? Wenn ihr genau gerade dann online seid, wenn wir Themen brauchen. Es zum gibt ja noch mehr Themen, aber ich hab noch gerade nicht nachgeguckt. Warte. Was gibt's denn? Dann würde ich doch als Zuschauer nicht schreiben, läuft bei euch. Da will ich doch irgendwas, was mich interessiert. Aber vielleicht interessiert ihn das ja auch, das kann man ja nie sagen, ne? Vielleicht interessiert ihn das jeden Abend, quält er sich im Bett mit der Frage, läuft wohl bei Conny und Gomme? Kann da deswegen nicht einschlafen und alles. Ist das schön. Nein! Es ist eigentlich nicht so schwer, nur dieser Anfangssprung. Ja. Ich wollte gerade schon wieder in Game Mode 1 gehen, aber ich habe gesagt, ich schaffe das jetzt, ey. Es werden hier auch Themen vorgeschlagen, die wir beide, glaube ich, schon mal auch behandelt hatten. Nämlich zum Beispiel, wie steht ihr zu Fanpages und Fanfictions? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal bei... Stimmt, das hatten wir wirklich schon mal. Ja. Das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Das mit Superkräften, oder? Nee, das war mit denen, glaube ich. Nee, das mit Superkräften hatten wir auch. Dass ich gerne die Kraft hätte, Zeit anzuhalten, glaube ich. Zeit zurückzudrehen. Genau. Ja. Krass, okay, das Thema hatten wir schon mal. Dann und wir zu Fanpages, falls diese Person das schaut und eventuell die alte Folge nicht gesehen hat, haben wir grob zusammengefasst gesagt, wenn die Fanpages vernünftig sind, ist es in Ordnung, aber wenn da zum Beispiel steht offizielle Fanpage oder so, dann heißt es, dass sie ja offiziell ist und dann, wenn sie das nicht ist, dann ist es halt ein bisschen blöd. Oder auch wenn man Fotos einfach klaut und bei sich auf dem Profil dann irgendwie hochlädt oder Videos einfach kopiert, dann ist das Ganze nicht so schön. Wenn man natürlich einfach eine Fanpage macht und dann Bilder aus Videos davon da hochlädt oder irgendwie sowas oder coole Sprüche oder so, dann ist das in Ordnung. Dann ist das auch schön. Das ist so grob unsere Meinung dazu. Ganz genau. Wenn's eigene Arbeit ist, ist es super. Super, duper. Nein, ich darf das nicht so locker angehen. Ich muss da irgendwie, weiß ich nicht. Guck mal, endlich mal ein anderer tot. Concrafter fiel aus der Welt. So. Uah. Ehrlich, für uns beide, bitte, okay. Nein! Ja, da bin ich auch vorhin gestorben. Die sind aber auch gemeine Sprünge, die sind so gemein. Vor allem bei mir ist es immer so, immer bei solchen Scheißsprüngen lägt das auch so ein bisschen, finde ich. Also ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde oder hatte so, aber ich wenn noch ich jetzt, nie. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier so springe, nee, okay, jetzt gerade hatte ich es auch nicht, aber es ist immer so, es lägt nicht richtig, aber so zwischendurch, das ruckelt dann ein ganz klein wenig. Ruckler. So, was wird denn da sonst noch so geschrieben? Wenn du gleich tot bist, kannst du ja mal eben gucken. Frage hier, musstet ihr schon mal nachsitzen, wenn ja, wie lange? Noch nie. Ja, ich auch noch nicht. Ich musste ehrlich gesagt noch nie nachsitzen. Bei uns musste man damals nachsitzen, wenn man irgendwie 5-mal die Hausaufgaben vergessen hat in der Unterstufe. Ich hatte aber, also pro Halbjahr, ich hatte aber eigentlich immer das so geregelt, dass ich immer unter 5 geblieben bin, weil ich wirklich übelsten Respekt bei uns vom Nachsitzen hatte, weil das bei einer Lehrerin war, die keiner so wirklich mochte. Und das gibt's auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr, dieses Nachsitzen bei uns. Nee, aber noch sowas wie Strafarbeiten, glaube ich, ne? Das ist, ja, glaube ich, jetzt ganz neu im Brett bei den Lehrern. Da musste ich mir eine machen. Ich bin damals mal mit meinem süßen Popo ein Geländer runtergerutscht. Ich lasse mal ganz kurz vor, damit ich hier reden kann. Bin ich ein Geländer runtergerutscht. So, kennt ihr ja mit dem, so Slide mit dem Po auf der Seite von dem Geländer. Nein! In der Seite auf dem Geländer und sowas alles. Und dann kam ein Lehrer an, machst du das zu Hause auch? Und ich so, ja, eigentlich schon. Dann er so, ja, mir egal, du schreibst jetzt erstmal eine Seite, warum man das nicht tun sollte. Dann habe ich halt wirklich so groß geschrieben, ne? Und ich habe eigentlich nur da reingepackt, dass es mir irgendwie leid tut und dass ich es zu Hause ja auch nicht machen würde und so. Aber das fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Weil damals mochte ich es immer voll, wenn man so Texte schreibt. Deswegen, mittlerweile mag ich das auch. Also ich habe jetzt auch im Deutsch-Abi, glaube ich, 24 Seiten geschrieben. Das geht ja noch. Ja, Deswegen, ich mag eigentlich so schreiben. Das ist voll komisch. Was mir heute auch wieder aufgefallen ist, ich mag es,
total, wenn ich mich bei Leuten entschuldige. Weil ich finde das voll schön, wenn man, was heißt, das hört sich voll komisch an im ersten Moment. Ich finde es voll schön, wenn man irgendwie so alten Leuten im Weg steht und dann sagen die so Entschuldigung und dann wollen die so dran vorbei und dann sagt man so, oh ja, Entschuldigung, tut mir leid und so und die so, ja, ja, klar, macht nichts und so. Und dann, weiß nicht, ich finde das immer voll schön, wenn man sich so entschuldigt und die anderen Leute akzeptieren das. Mag ich irgendwie. Hm. Ja, wenn ich darüber so nachdenke, was bei mir, also ich musste auch noch nie nachsitzen oder so und bei der Strafarbeit, das ist jetzt echt wegen sowas richtig Unnötigen eigentlich gewesen. Weil wisst ihr auch das, wenn ich das jetzt erwähne, einfach sagen alle, was, so ein Quatsch oder so, oder das war jetzt nicht schlimm oder so. Das war im Winter, da habe ich mal mit ein paar Freunden eine kleine Schneeballschlacht gemacht. Ja. Ne? Musste sein natürlich. Und da gab es damals dann ganz dick Ärger. Ja, wenn da Steine drin sind und so. Eis und ja. so, ne? Ja. Dann, da musste ich dann auch irgendwie, was war das irgendwie, auch eine Seite oder zwei Seiten oder so darüber schreiben. Und da wurde natürlich damit gedroht, wenn das nochmal passiert, ja, dann müsst ihr natürlich die Schulordnung abschreiben. Die irgendwie 20 Seiten. Bei uns Seiten wird doch immer gesagt, ja, hey, bei uns ist die Schulordnung nur eine Seite. Echt? Das ist voll witzig, ja. Bei uns wird auch immer so gesagt, ja, sonst bekommt ihr einen Schulverweis. Also jetzt so richtig, ich dachte jetzt so auf Nachsitzen bezogen, so im Unterricht, so ja, du hast böse Sachen gemacht, du musst jetzt eine Stunde nachsitzen oder so. Aber so könnte ich auch noch sagen, dass wir damals, als wir Skifahren waren, das war, als wir alle 15 waren, da fing das so gerade an, dass man dann so mal Mischbier getrunken hat und so richtig knuffig. Und ein Freund von uns, der hat halt irgendwie direkt übertrieben und musste dann irgendwie... Naja, rückwärts essen. Und wir alle mussten dann dafür büßen und durften den ganzen Tag dann kein Ski fahren. Das war eine Bestrafung, die ich auch noch in der Schulzeit erfahren hatte. Dann halt, wenn man wirklich mit Handy im Unterricht war, wo dann halt einfach das Handy eingesackt wird, dann war es bei uns auch damals so, wenn man Scheiße gesagt hat, musste man Kuchen mitbringen. Nein. Ja, doch. Nein. Das ist voll krass gewesen. Wie unnötig. Ja, richtig dumm. Hattet ihr da irgendwie eine dicke Lehrerin oder so? Ja, dich. Budumtsch. Naja, keine Ahnung. So kleinere Sachen halt. Es war aber nie wirklich schlimm. Weißt du, das war dann mal, weißt du, ein Tag nicht Skifahren. Das ist jetzt auch, kannst du auch überleben. Und auch einen Kuchen mitbringen ist eigentlich sogar eher schön, weil wir haben immer irgendwie so diese Marmorkuchen. Zu Hause. Ja, sind auch originale hart wie Marmor bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Nee, kennst du keinen Marmorkuchen? Natürlich. Oh, besser Kuchen, ey. Ja. Viel voll lecker. Oh nein, ey, du komm mir das. Wir müssen mal jetzt ganz kurz wieder hier über das Ding hier sprechen, damit wir hier uns konzentrieren, ey. Das kann ja nicht sein. Aber ich habe immer noch 3 Holzkohlen im Gegensatz zu dir. Soll ich mal wieder hier ein bisschen modifizieren? Wir hängen jetzt schon wieder 12 Minuten hier. Nein, dran. Kannst dich ja mal zu mir tippen. Da bist du ganz schön weit schon mal. Ich bin hier gerade bei... Ehrlich? Ja, guck mal hier, du kommst ja auch gerade um die Ecke. Aber ich bin noch ein Stück weit... Das habe ich aber gerade gesehen. Ja, ich habe mich ja gerade in Game Mode gesetzt und wollte eigentlich gerade was hinsetzen, aber ich springe jetzt mal hin zu dir. Chill. So, jetzt mal... ich komme jetzt mal zu dir. Warte. Ja. So, und jetzt versuchen wir mal von hier. Das ist jetzt so unser kleines, was wir uns aussuchen dürfen. Zack. Boah, das ist aber dunkel hier, ey. Findest du? Warte, ich kann Licht machen. Schön. Hä, wie kann man denn hier hochklettern? Guck mal hier, die Sprünge gehen voll. Guck mal hier. Ohne zu cheaten komme ich hier gerade durch. Hä, wie kommt man denn hier hoch? Wie kommt man denn da hoch? Ich bin runtergefallen. Wie kommt man denn da hoch an den Leitern? Hochsliden. Da musst du so in einer Bewegung immer weiter nach rechts immer ein Stückchen. Aber du darfst nie die Leiter ganz nach oben gehen. Ich bin übrigens auch wieder runtergefallen, obwohl ich so weit war. Ja gut, dann mache ich jetzt mal ganz kurz hier, dass wir jetzt hier mal wenigstens ein bisschen vorankommen. Wisst ihr, Freunde, mache ich das hier mal. Da kommt man so überall vorbei. Dann... Ja, ich mache das mal so. Ups. Ja, dann, das ist eigentlich schon genug. Ich habe 2 Sachen verändert an dieser Map hier. Damit jetzt nicht alle meinen so, ihr cheatet, voll doof. Jetzt müsste es eigentlich noch mehr machbar sein. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Block mal weggeschlagen und 2 Leitern dazugesetzt. Wenn es mehr nicht ist. Da, du Mensch, wir schaffen. Wir schaffen das jetzt, kommen wir los, wir müssen nur an uns glauben. Wie lange war nochmal die letzte Folge bei dir? Warte. Die war 19 Minuten lang. Ach ich bin so, schon mehr bei den Leitern. Nur 19 Minuten, das kam mir vor wie 27 oder so. Nee. Ja, die Leitern habe ich ja jetzt ein bisschen modifiziert. Ja, hättest du gar nicht machen müssen. Achso, ja, die Leitern kommst du ja auch so hoch, ich ja nicht. Ach Mann, ey, das ist so, in Gommes Folge, wisst ihr, da haben wir nach und nach rasoliert alles, also rasiert, die ganze Zeit. Und jetzt einfach bin ich hier wieder
Sonnenmüllhaufen. Oh! Einstiegspunkt von Gomma HD gesetzt auf bla bla bla. Ich hab einen neuen Einstiegspunkt. Ich bin über dir. Yes! Ich bin schon mal eine Etage weiter, heißt das. Was bringt dir denn so ein scheiß Einstiegspunkt? Ich fall sogar mit den extra Leitern runter. Das ist doch nicht mehr normal, Gomme. Mann. Du musst auch hier Shift drücken. Was? Shift drücken? Wie soll ich denn Shift? Ach, ich muss bei den Leitern Shift drücken? Ja, klar, damit wieso du nicht runterfällst. Ich gucke auch immer nach rechts, nicht, dass das hier mal irgendwie alles so total ausschlägt. Hast du Minecraft seit gestern oder bist du einfach nur dumm? Wohnst du noch oder lebst du schon? Ich bin sehr geil. Und Obst ist auch hoffentlich bei dir im Haus. Obst ist im Haus. Wo bin ich denn hier? Ich bin an irgendeiner geilen Leiterwand. Oh, das wird dich aber freuen, hier, wo ich gerade bin. Alter, nein. Nicht, bitte nicht. Ey, ohne Spaß, wir haben uns so ausgemalt. Ja, 5 Spiele, 5 Parts, so. Das war natürlich wieder von dir berechnet. Das ist. Ja, ich dachte so, 5 Spiele, 5 Parts, immer nur eine Säule. Das sieht nicht so viel aus. Boah, wo bin ich gerade? Ich bin in einem, was steht hier? It seems the pipe with the bouncy gill is broken. That's why there is so much. Aha. Ich bin an einem ganz neuen Standpunkt. Sehr episch. Alter, wie weit unten bist du denn? Guck mal nach oben, wo mein Name ist. Nein, ich bin gerade runtergefallen. Ich mache nur gerade Game Mode. Ich guck mal ganz. Ey, da ist eine Kiste. Ja, nicht aufmachen. Ja, nein, mach ich nicht. Da ist auf jeden Fall Holzkohle drin. Hä, aber das ist die letzte Etage, wo du gerade bist. Der Rest ist. Das ist die letzte Etage, wo du gerade bist. Das ist nicht mehr so viel. Ich nehme jetzt einfach hier hin. Nein! Ich bin runtergefallen. Nein! Nein! Als ob, du warst schon so weit oben, Gomme. Ja. Kacke. So. Jetzt habe ich aus Versehen einen Block abgebrochen. So geht das mit den Sliden. Ja, ne, mit einfach mit Shift. Boah, Alter, jetzt habt ihr es gerade gesehen mit dem Laggen, meine lieben Freunde, bei mir im Video. Hoffe ich mal. Alter. Ist der Sprung gemein. Ist der Sprung gemein. So. Okay, ich bin bei irgendeiner Glasröhre. Boah, ich hab echt so ein Herzpochern gerade. So, oh, ich bin oben schon mal. Ich bin sehr weit oben. Da ist eine Truhe, das ist die Truhe, die du eben meintest. Kohle, ich habe auch ein Stück Kohle. Jawoll. Guck mal, ich habe meinen Einstiegspunkt gesetzt. Ah, da bist du auch schon cool. Auch schon cool. Und du sammelst ja die ganze Scheiße. Over there is a portal, Alter. Aber das ist ja schön, dass wir die Dings hier schon haben. Dass ich den Einstiegspunkt jetzt erstmal hab. Mann, oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall. Was wird dir gesagt? Dass da drüben anscheinend ein Portal ist. Aber ich verstehe nicht, was die damit meinen. Weil irgendwie weiß ich gerade überhaupt nicht weiter, wo ich langspringen soll. Aber ich werde den Weg finden. Ich bin auch jetzt an der Stelle, wo du gerade bist, glaube ich. Weil ich einfach mal wieder YOLO-mäßig da lang gesprintet. Oh nein, bin. Hier ist einfach so eine eklige Leiterwand, Ja, genau die ist. Ja, die geht aber eigentlich. Da muss man immer nach links und nach rechts drücken. Nur. Alter, ich gehe gerade rückwärts runter. Ich gehe gerade runter, die Leiterwand. So, jetzt gehe ich die hoch. Nee, jetzt gehe ich wieder runter. Hä? Ja, du musst auch im richtigen Moment rübersliden. Ich bin auch bei der Leiterwand. Na? Komm hier, so geht das. Take that, bitch. Komm, ich schlag dich nicht, geh du mal aber bitte vor. Mann, ey. Guck, jetzt bist du hier in dem Raum. Und ich hab echt keine Ahnung, wo es dann. It seems the pipe with the bouncy gale is broken. That's why there is so much. Komm mal hoch hier. Und jetzt nicht runterfallen. Hä? Wie kommt man denn da hoch? Du musst dagegen sprinten und dann hochspringen. Nein! Natürlich, habe ich hier auch gerade so gemacht. Es geht nicht. Du musst im genau richtigen Moment schön spät hochspringen. So spät wie nur irgendwie geht. Auch gerne unten. Ja, perfekt. Oh, da, du warst oben aber schon. Ich weiß. War aber. Ja, okay, ja. Da bin ich. Hallo. Ja, das ist doch voll was. So, wie kommen jetzt? Wie geht das jetzt hier? Was steht denn da? Hier ist ein Schild. Over there's a portal, I think. Wie kommen wir denn da runter oder rüber? Ja, keine Ahnung. Und hier drüben ist ja auch gar nichts eigentlich. Außer hier so ein komischer Glaskasten. Und die Truhe. Und ich frage mich ja von wo. Oh, bin ich dumm. Oh mein Gott, komm mal. Ich habe Steuerung gedrückt, außersehen. Ich frage mich, mach du da oben ruhig weiter. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie es da weitergeht. Die Truhe hast du dir schon genommen, ja, das ist ja natürlich. Schön. Natürlich. Mensch. Ey, das kann doch nicht sein. Ich spring jetzt einfach mal, ne?
probiere dein Glück, aber ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Ich hab's geschafft. Und dann? Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt hier drauf. Freunde, ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut die nächste Folge bei Gomme. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Warte, ich muss auch nochmal auf deinen Stand. Hä, aber ich bin jetzt hier, aber was bringt mir das denn? Da wird so gesagt, ja, it looks like there's a portal. Ja, irgendwie kann man da wohl, kommt man da wohl aus dem Spiel hier wieder raus, aber wie auch immer, ist da irgendwie eine Druckplatte? Nee, hier ist gar nichts. Ich bin gerade wieder bei der Leiterwand. Ich kann ja mal von oben hinabschauen, ob ich da irgendwas sehe. Ich töte mich jetzt einfach mal. Nee, warte, nee. Ey, wir haben gerade getötet. Das ist ja eigentlich relativ easy, da wieder hochzukommen. Geht so, aber ich bin auch gerade wieder nach oben gegangen. So, also ja, egal, ich muss jetzt die Folge beenden. Wir sind schon über 20 Minuten, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Nächster Part ist morgen bei Gomme. Werden wir weiter rumfällen und ja, tschüss. Haut rein, schön mit dir.